Herzlich willkommen an der Hochschule Fresenius. Ich bin Maya Fati und studiere Medien- und Kommunikationsmanagement im dritten Semester. Heute findet das Symposium Führen in Zeiten von Trump, Facebook und Co. Antworten aus der aktuellen Leadership-Forschung statt. Ich bin total gespannt auf unsere vier hochkarätigen Referenten. Let's go! Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich schaue nach rechts, sehe die hochkarätig besetzte Referentenbank ist gut gefüllt. Ich schaue nach vorne, das Atrium der Hochschule Fresenius ist sehr, sehr gut gefüllt für eine solche Veranstaltung. Mein Name ist Tobias Engelsleben, ich bin Präsident der Hochschule Fresenius und freue mich natürlich ausgesprochen, dass unser Symposium so viel Zulauf am heutigen Abend erfährt. Der Titel des Symposiums: Führen in Zeiten von Trump, Facebook und Co. Antworten aus der aktuellen Leadership-Forschung ist natürlich genial gewählt. Ebenso darf ich mich bei allen bedanken, die diesen Abend organisiert haben. Ich bin dankbar für die Technik. Es ist wunderbar, dass wir Zeugnis darüber ablegen können, was heute hier passiert. Ich bin nicht genau informiert, ob wir noch etwas fürs leibliche Wohl haben, Herr Christandl, hinten raus. Umso besser, sodass man dann auch beim sogenannten Netzwerken diesen Abend ausklingen lassen kann. Er wird hoffentlich reich sein an Impulsen für Ihre Diskussion. Er wird hoffentlich reich sein an Anregungen, die Sie in Ihre tägliche Arbeit mit übernehmen können. Wir werden sicherlich sehr, sehr profitieren können vom reichhaltigen Erfahrungsschatz der Referenten. Ich freue mich auf den Abend. Ich wünsche gutes Gelingen. Ich wünsche interessante Einsichten, gutes Netzwerken und natürlich auch viel Spaß für den heutigen Abend. In den 80er Jahren 1985 nach umfassendster Marktforschung, sehr erfolgreicher Marktforschung mit über 200.000 Beteiligten, hat Coca-Cola die New Coke-Variante aufs Feld getragen bzw. in die Läden gepackt. Nach wenigen Monaten, heute würde man Shitstorm nennen, musste das Produkt vom Markt genommen werden, weil es Hamsterkäufe gab, aufgeregte Telefonanrufe bzw. auch richtige Reaktanz, würde man sagen. Zum Höhepunkt des Shitstorms meldete sich auch noch Fidel Castro von Kuba. Damals lebte er noch. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass er nicht mehr lebt, als großer, glühender Verehrer der Coca-Cola, und hat das als Zeichen der Dekadenz, des Verfalls des amerikanischen kapitalistischen Systems gebrandmarkt. Und spätestens dann haben die Unternehmenslenker von Coca-Cola das Produkt vom Markt genommen und haben es wieder in die alte Welt getragen. Unsere Erklärung, das ist ein Beispiel dafür, warum Kundennutzen und Public Value nicht Hand in Hand gehen, haben diejenigen, die das Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht haben, vergessen bzw. zu wenig Aufmerksamkeit der Frage gewidmet, dass Produkte und Dienstleistungen immer noch etwas anderes in sich tragen als allein einen Kundennutzen, nämlich die Verankerung in einer Kultur, die Akzeptanz in einem Land, in einer Tradition, die da eben heißt, beispielsweise American Way of Life, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, diese ganze Philosophie des amerikanischen Lebenstraums, die sich durchaus auch in dieser Weißblechdose zum Ausdruck verhilft bzw. dort auch symbolhaft einen Anker findet. Das Beispiel soll zeigen, dass eben nicht allein der Kundennutzen, der von den Unternehmen antizipierte, sondern der tatsächlich in der Gesellschaft verankerte, in der Vox Populi aufgehobene gesellschaftliche Rahmen eine Rolle spielt, wenn Wirtschaft heute ankommen möchte. Wir müssen uns davon verabschieden, dass Information einfach eins zu eins übertragen wird, sondern die basiert natürlich, wie Information wahrgenommen wird, basiert immer auf Vorwissen des Empfängers, auf Urteilsfähigkeit des Empfängers, Vorurteilen gegebenenfalls, allgemein gesprochen auf Selektionen, bei denen Informationen nach bestimmten Schemata, also finden wir das schön, finden wir das nicht schön, finden wir das passend, finden wir das nicht passend und so weiter, bewertet werden und ausgewertet werden. Das heißt, wir haben insofern ein Problem, was zweiseitig ist. Einerseits, dass Kommunikation gezielt eingesetzt wird vom Sender, nämlich etwas zu bewirken, woran sich unmittelbar die Frage anschließt, ja, was will der denn eigentlich bewirken? Und zum anderen das Problem, dass
jede Information sozusagen auf einen individuellen Nährboden fällt, der ganz entscheidend beeinflusst, wie diese Information angenommen, aufgenommen und verarbeitet wird. In diesem Spannungsverhältnis, darin inzwischen Sender und Empfänger und den möglichen Störanfälligkeiten, die ich versucht habe zu verdeutlichen, nimmt nun Vertrauen eine ganz besondere Funktion ein. Weil Kommunikation nämlich auf Seiten des Empfängers bedeutet, die Absichten des Senders erkennen zu müssen eigentlich, den Informationsgehalt verstehen zu müssen, ist dies ein hochkomplexer Prozess, der ein hohes Maß an Involvement erfordert, zu dem wir ganz oft gar keine Zeit haben. Ja? Also es ist eine hohe Komplexität, die in solchen Kommunikationsprozessen steckt. Oft sind wir uns der Tatsache gar nicht darüber bewusst, weil wir unsere Strategien entwickelt haben. Und eine solche Komplexitätsreduktionsstrategie, die das zu viel an Infos, wenn ich zu wenig Zeit habe etc. Lösen kann, ist einfach das Vertrauen. Denn über Vertrauen, was passiert, wenn ich jemandem vertraue, hinterfrage ich nicht mehr. Ich nehme es taken for granted, wie die Engländer das sagen. Und gerade in komplexen Zusammenhängen und komplexen Sachverhalten hat das Vertrauen somit eine ganz zentrale Funktion, den Empfänger ein Stück weit von dieser Komplexität zu entlasten. Er setzt somit Kontrolle an der Stelle. Und durch diese gezielte Zunahme an Komplexität durch Digitalisierung nimmt folglich der Bedarf nach Vertrauen, nach Vertrauenswürdigkeit von Informationen und auch die Vertrauenswürdigkeit in die Absichten des Senders eigentlich zu. Und hier kommt jetzt Führung ins Spiel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kommunikation gezielt so manipuliert wird, dass zum Beispiel nur bestimmte Informationen preisgegeben werden, der Mitarbeiter weiß gar nicht, warum die Vorstandsetage dieses oder jenes entschieden hat, dass andere Informationen vielleicht zurückgehalten werden, falsche Informationen gestreut werden. Wir hatten am Anfang von Ihnen so viele schöne Beispiele gehört, ja, wo wir uns ja im Moment in einem wahren Sammelsurium von Fällen uns austoben können. Dann passiert etwas, was problematisch wird und das Element von Kommunikation, was ich vorhin dargestellt habe, nämlich diesen verbindenden Charakter, den Kitt von Kommunikation betrifft, dass nämlich das verloren geht. Die Vertrauensarbeitszeit in unserer Unternehmensgruppe gibt es, ich glaube, seit etwa 15 Jahren keine Zeiterfassungsgeräte mehr. Das war ja früher so üblich, ja, Mitarbeiter kommt, dann gibt es irgendwie vorne in der Tür eine Zeiterfassung und wenn er wieder geht, wird dann irgendwie wieder die Zeit erfasst. Wir haben das vor 15 Jahren abgeschafft, weil wir glauben, dass man eben auf Vertrauen zusammenarbeitet. Erschreckend finde ich, ich erzähle das immer wieder gerne oft auf Veranstaltungen, dass es immer noch unglaublich viele Unternehmen gibt, die sowas haben. Und noch erschreckender finde ich, wenn Unternehmen, die neue Räumlichkeiten beziehen, solche Dinge wieder installieren lassen. Was hat das mit Vertrauen zu tun? Und heute ist es so, ich glaube, wir haben von den 1500 Mitarbeitern in Wuppertal 1300 Mitarbeiter mit einer Vereinbarung zu mobilen Arbeiten. Das heißt, die können theoretisch, natürlich unter Berücksichtigung von Servicezeiten, die wir stellen müssen und so weiter, die können aber theoretisch von überall, wo auch immer sie wollen, ihren Job machen. Und das funktioniert super. Das sind alles so Kulturelemente, die wir jetzt begleitend zur strategischen Ausrichtung, zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens implementieren. Aber erfahrungsgemäß aus den 3 Jahren kann ich Ihnen sagen, gerade wenn Sie ein altes Unternehmen mit über 100 Jahren am Markt sind, braucht so etwas eine ganze Menge Zeit. Wer ist EY? EY, wir haben in Deutschland knapp 10.000 Mitarbeiter, wir machen 1,6 Milliarden Umsatz weltweit. Wir sind ein Verbund in über mehr als 100 Ländern, 230.000 Kolleginnen und Kollegen habe ich. Und da ist es ziemlich spannend, wie geht man das Thema Führung eigentlich in so einer globalen Organisation an. Und da kann ich Ihnen eins sagen, worauf, ich sage mal, alle Wirtschaftswissenschaftler eigentlich sehr stolz sein können und sollen. Denn in Unternehmen funktioniert das Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Da funktioniert das Thema, eine Vision nach vorne zu bringen. Da funktioniert das Thema, gemeinsame Zusammenarbeit. Also ich habe super Kolleginnen und Kollegen in der Türkei. Ich habe ganz viele Freunde in Israel. Ich komme mit meinen Amerikanern wirklich gut klar. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung, aber wir schaffen es uns, zusammen zu raufen. Führung braucht aber auch Mut. Auch Mut, Entscheidungen zu treffen. Nicht alles, was man als Führungskraft entscheidet, ich sage mal, macht man mit Freude, mit Liebe und so weiter. Da gibt es Entscheidungen, wo man einfach sagen muss, naja, die sind hart. Aber eins ist dabei wichtig, wenn man sie gut begründen kann, und jetzt kommt zu meinem Hauptpunkt bei Führung, und gut kommunizieren kann. Also wir haben immer so ein Schlagwort bei uns und viele Firmen haben auch, die geben sich viele Cs neuerdings auch. Bei uns gibt es auch so eins, das heißt Communicate. Communicate, Communicate, Communicate. Wenn man das gut transportiert, dann erreicht man erstens viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen. Man erreicht aber auch, dass Transparenz geschaffen wird. Und wir stehen auch für Schaffung von Transparenz in vielen Bereichen. Ein guter Chef ist, wer seine Kundschaft versteht, wer in der Lage ist, diese Forderungen aufzunehmen und auch zu verwirklichen, wer vielleicht auch hilft, die Gegenwiderstände durchzusetzen, wer auf Twitter aktiv ist, wer jederzeit bereit ist, mit seiner Kundschaft zum Beispiel zu kommunizieren und ständig erreichbar ist. Unter all den Kriterien wäre doch Donald Trump eine tolle Führungskraft. Macht er alles. Herr Meinhardt, da klemmt es bei der Definition. Ein klares Jein. Jein oder nein? Jein. Ein klares Jein, weil nüchtern betrachtet, sozialwissenschaftlich, macht Trump erstmal ganz, ganz viel richtig. Wer es schafft, einer Demokratie die Mehrheit hinter sich zu bringen, die einen sogar ins Weiße Haus führt, das kann man verachten, das kann man schlimm finden, aber it's a fact, es ist kein alternative fact, es ist erstmal ein Ergebnis, ein Wahlergebnis. Und die Kraft der Institutionen, die Checks and Balances, und das sind dann die Koordinationsmechanismen, die Kollegin Wählert angesprochen hat, bringen solche Persönlichkeitseigenschaften dann schon wieder in ein Gleichgewicht von institutionellen Strukturen, wo Eigenschaften vielleicht weniger durchschlagen, das ist ja die Botschaft von Luhmann, guck nicht so sehr auf, was der im Kopf hat und im Herzen, sondern schau die Koordinationsmechanismen an, regelt sich vieles vielleicht runter. Im Leipziger Führungsmodell diskutieren wir intensiv unter den Kollegen mit der Purpose, Entrepreneurial Spirit, Effektivität, Wertbeitrag, macht Donald Trump auf den ersten Blick einen super Job. Eben. Macht einen super Job. Jetzt kommt aber unser Ethiker und sagt, Moment, ich habe noch eine Idee. Und sagt, ja, solange aber das Thema Verantwortung, was in dem Modell auch eine Rolle spielt, so mit Füßen getreten wird, also gelogen wird, inkonsistent mit Geschichten bzw. mit der Wahrheit umgegangen wird. Aber für einen guten Purpose womöglich, ja? Weil er würde jetzt ja sagen, make America great again, und ja, das ist doch ein toller Purpose. Wir sagen auch, make HHL great again, sagen wir auch. Das ist ja auch in Ordnung, aber diese Rückbindung in die Verantwortung, wie immer die aussieht, ist eine, die vielleicht dann der Wähler abstraft oder der Kunde nicht sieht, aber die Büchse der Pandora ist offen. Wir sehen Führungsmodelle, die super funktionieren. Beispiel Trump, vielleicht sehen wir ihn sogar in einer Wiederwahl. Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen greifen, die Wirtschaft wird angekurbelt, die Steuerpolitik zeigt Effekte und plötzlich wird der Mann wiedergewählt. Das weiß keiner. Wenn wir ehrlich sind, können wir als Wissenschaftler dazu uns heute nicht äußern und sollten das auch nicht tun und da auch etwas Demut haben. Und das ist die zweite Botschaft, vielleicht was die Führungsseite betrifft. Am Ende des Tages hat die Bevölkerung immer recht. In der langen Sicht entscheidet der Wähler und nicht die Führungseliten selbst. Und wer es schafft, dort einzudringen, in dieser Sphäre zu punkten, deshalb mein Eingangsstatement, liegt Michelle Obama sowas von falsch, führungstechnisch, dass es eben Verachtung ist, der Vox Populi zu sagen, if they go low, we go high. Im Bauch der Gesellschaft zu punkten mit Verantwortung, das ist auch etwas, was wir unseren Studierenden versuchen, auf den Weg mitzugeben, dort an dieser Stelle einen eigenen Punkt zu finden, eine eigene Orientierung, einen eigenen Kompass zu finden. Denn wir können den Kant bemühen, den Aristoteles, das ist ja alles schön. Nur wer nicht bereit ist, durch den Diskurs als Wahrheitsschleuse mitzugehen und einfach links abbiegt oder rechts abbiegt, ganz außen an den Rändern fischt und Erfolg hat, hat eben auch gute Führung in diesem Sinne geleistet. Trump hört sich, bitte? Das passt, ich wollte gleich das Wort an Sie richten. Wir wollten gleich das Wort, dann ja, übernehme ich gleich mal. Also ich finde, Trump führt nicht so gut, weil, das ist ganz einfach gesprochen,
Er entscheidet zwar viel, aber er begründet gar nichts. Und er rechtfertigt sich auch für nichts. Das geht eher so ein Stil, ich mache jetzt einfach. Ob das kurzfristig Erfolg hat oder nicht, ich leite es mal gerade über. Ich meine, wenn manche entscheiden, sie wollen eine Insel sein, dann dürfen sie auch gerne eine Insel sein. Ja? Man darf all diese Experimente ausprobieren. Nur ich finde, gerade politische Entscheidungen bedürfen einer Begründung. Auch unternehmerische Entscheidungen bedürfen einer Begründung, weil ansonsten habe ich so ein bisschen Willkür drin und ich glaube, Willkür mag so keiner. Jetzt haben Sie, möchten Sie was sagen dazu? Ja, vielleicht darf ich noch einen Punkt anfügen im Hinblick auf die Frage, für Trump gut. Mir fehlt da so ein Stück weit noch das Output. Ja, er hat einen Claim, Make America Great Again. Die Frage, ob er gut führt auf längere Sicht, hängt einmal davon ab, ob er das erreicht. Und die zweite Komponente ist, ob das Volk das gutiert und ihn wiederwählt. Also deshalb kann man meiner Ansicht nach aus heutiger Sicht diese Frage noch nicht abschließend beantworten. Wobei ich natürlich dabei bin, die einzelnen Komponenten, die Sie angesprochen haben, da kann man jetzt eine Meinung zu haben, ob es gut oder schlecht macht. Aber Führung hat für mich, und da ist dann wieder diese Verbindung zu Strategie und so weiter, auch etwas damit zu tun, was auf längere Sicht rauskommt im Hinblick auf Erwartungen und ähnliche Dinge.